willkommen, liebe Freunde. So war das im Auftrag des Königs, die Freitagsausgabe, die immer ab 18 Uhr, die ich so geplant habe, gerade mal angeht. Ja, da hinten laufen noch die lustigen anderen Orks da rum. Den Eremiten habe ich gefragt und habe mal eben noch meine Drachenjägerrüstung umgezogen. Und falls euch was auffällt an meinem Gesicht, ich habe eine Cappy angezogen. Und zwar aus dem Grunde, weil ich nämlich da oben, ich gehe mal näher ran, mein Puschel da oben habe, also mein Lavalier-Mikrofon. Es hat den Vorteil, ich kann überall in jede Richtung sozusagen hingucken und es wird sich meiner Sprache, meines Textes nichts ändern. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir hier weiter verfahren, wenn wir zum Beispiel beim Eremiten in seinem Gärtchen mal ein paar Sachen nehmen, wie zum Beispiel das Butlerfleisch. Was? Okay. Ich habe was gesagt. Oder hat wahrscheinlich was gesagt. Was er gesagt hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, da ist wieder so ein... Nein, kein Holzstumpf. Ich will das nicht. Yep. So. Nicht dann zu holen. Du noch? Da ist nicht zu holen. Okay. Da haben wir sowohl alle genutzt. Hier gibt es kein Fenster. Mein Gott, was ein zugiges Häuschen hier in seinem Kabuff. Flupp? Was flupp? Was will denn der hier? Kacke hier! Ja, die Grasland-Scavenger habe ich mal wieder erneut killen müssen. Und was ist mit den Orks? Die sind diesmal stehen geblieben. Und der Eremit ist noch am Leben geblieben. Ich habe vorher ausgeblendet, deswegen den hat es ja leider noch irgendwie erwischt. Dann werde ich mal kurz was essen, so wie der Eremit. Oh, den Eremiten, die lebt sich so als Aussteiger. Kennen wir ja die Geschichte. Mal gucken, was links von seinem Hützchen ist. Ein Wasserfass, da kann man draus trinken. Und was ist denn eigentlich da oben? Da war ich ja noch gar nicht auf diesem Felsen. Vielleicht sollte ich mal da kurz mal vorbeigucken, ob ich da irgendwie hinkomme. Wahrscheinlich hier rüber. Nee. Oder? Ach nee, ja Gott. Geht easy. Sieht halt eben nur so ein bisschen kompliziert aus. Trollfell. Dann ein Bogen. Angst. Ja, Angst beherrscht uns. Aber ich sage immer, Angst fressen Seele auf und Angst verhindert Leben. Fell eines Schattenläufers. Sonst noch was? Nö. Okay, dann haben wir mal hier kurz nochmal den Felsen. Den Felsen mal. Gereinigt. Ja, jetzt bin ich wieder beim Eremiten. Da hinten haben wir... Wo ist denn eigentlich da dieser komische Ork geblieben? Was? Ich sehe was. Ich sehe eine Aufforderung. Hacken Sie hier. Gucken, ob das überhaupt stimmt. Sicher wird das stimmen. Ja, okay. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Einen großen Lederbeutel. Oh, sorry. Das darf ich nicht machen. Das ist nicht schön. Dann haben wir noch was. Mana Elixier, Extrakt der Heilung. So muss es sein. Ja, was gibt's denn hier noch? Das ist ja sehr, sehr hakelig hier an der Stelle. Okay, die hatten wir ja schon. Speichern wir mal. Ja, da musste ich den Übergang einfach mal schneiden, weil ich es gewagt habe, und zwar tatsächlich gewagt habe, da die beiden Orks da rauszulocken. Aber wir haben ja noch die Kraft der Fokussteine. Und versuchen wir mal, auf dieses Teil hier zu... Genau, da sind sie wieder. Oh, Canyon? Hier passiert nichts. Hier passiert auch nichts. Da muss ich wieder zurück im Canyon. Was ist denn das? Zum Tal. Gucken wir mal ins Logbuch. Kraft der Fokussteine. So, im Südwesten habe ich ein Teleportzeichen gefunden.
Jo. Gut. Gut. Dann schauen wir mal weiter. Vielleicht kommen wir ja irgendwie weiter hoch. Mhm. Gibt's wieder Getier. Und Harpien. Dschungelharpien. Aha. Mal ein bisschen hier ein paar Sachen. Schnäppelkraut. Hab mich mal beobachtet im Schnitt. Manchmal habe ich den Mund so ein bisschen auf. Wie ich schon gesagt habe, ich vergesse manchmal, dass ich aufgenommen werde. Dann macht man schon ganz blöde Grimassen dabei. Kommen sie schon. Oh, was haben wir denn hier noch? Oh, jetzt mal gucken, Heilpflanze. Wird es gefährlich für mich? Nein. Wird noch nicht gefährlich. Die trauen sich noch nicht. So, gucken wir mal. Die Teile hier mal kurz enthaupten. Jawohl. Gut. Kopf ab. Kopf ab. Ja. Schauen wir mal, immer von der Ecke aus agieren. Mhm. Und schauen wir mal, was wir hier haben. Ich weiß, ich habe irgendwo Gobbo gesehen. Oh, was hat der denn? Der hat ja ein Schwertchen. Nicht so einen blöden Knüppel. Komm. Elite-Krieger. Noch einer. Der guckt erstmal. Er kann sich nicht entscheiden. Esse ich den Gobbo oder hau ich Roland einen Arm? Einen Arm ab. Quatsch. Um. Dann haben wir hier ein Lagerfeuer. Aber nichts zu machen. Ach, schade. Hier gibt es nichts zu holen. Bin enttäuscht. Naja, man kann nicht überall irgendwas hinsetzen. Aber hier. Butlerfleisch. Dunkelpilze. Heilkraut. Ah. Na. In Gothic ist jede Jahreszeit Pilzsaison, nicht wahr? Ganzjährig Pilzsaison, wollte ich eben mal sagen. So, mal gucken wir mal hier weiter. Oh, wieder so ein Tempelding da. Tempeleingang. Aber erstmal gucken, was wir hier hinter haben. Ja, auch nur ein bisschen Gewächskrams. Speichern wir nachher nochmal. Kann hier sogar hochklettern. Oder kann den Baum nehmen. Aha. Nee, da komme ich nicht rüber. Das heißt also hier über die Holzbrücke. Wenn wir ganz schnell rübergehen. So. Ach. Shit. Ja, da waren wir mal wieder ganz bekloppt. Vielleicht sollte ich als erstes die Harpien nehmen. Oh, das mit dem Ring, das nervt. Anziehen, ausziehen, abziehen, wegziehen. Wo bist du denn? Da bist du ja. Ach ja, und da sehe ich gerade hier eine kleine Information für Markus. Amulett der großen Erleuchtung. Dieses Amulett gehört einmal Xardas. So, da hast du das gesehen, wo ich das damals her habe. Das ist Folgen her. Oder ob ich das jemandem außer das hier geklaut habe, ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt die beiden Harpien, die sind ja auch gefährlich. Mal gucken. Vielleicht. Ja, eine kommt. Die wird mich auch ein bisschen ankratzen mit ihren scharfen Krallen. Mein Gott. Na? Komm her. Lass mich in Ruhe. Siehste? Hat mich natürlich ziemlich viel genatzt. Wollen wir mal trinken. So. Und dann geht's zur nächsten Harpie. Yep. Oh, die hat mich nicht erwischt, die Dschungelharpie. Mhm. So, was verbirgt sich denn hier? Hier haben wir wieder einen Weg, der hier hochgeht. Boah, das wird echt übelst werden. Wenn ich das hier alles so sehe, dass ich hier noch so viel freiräumen muss. Dass es hier echt total hier wirbelig hin und her geht. Ah, wieso? Aha.
Shit. Jetzt werden die auf mich aufmerksam. Ich mal eben kurz. Oder ich mach das mal so. Nee, wo sind sie denn? Mund geschlossen halten. Ja, jetzt sind sie wieder weg, so ein Mist. Hier sind nur ein paar übergeblieben. Zack. Oh, was kommt noch? Ach so, das waren die Ratten oder so, ja. Die war auch, da ist noch einer. Und, dich habe ich schon, ne? Na, die sind immer am Knösern da oben. Trauen sich nicht runter. Mal gucken. Die so ein Fratten. Okay. Können wir von hier unten auch schön lecker wegmachen. Schnäbelkraut. Jetzt mal gucken. Ist wieder dunkler, ne? Ah, ist wieder 7:30. Dann kann ich ja nachher mal zum okay. Aber noch ist es. Nein. Was denn das für ein Ding? Ich Dusselkopf. Ich habe wieder mal meine Golem-Schutzrüstung angehabt. Anstatt hier meine richtig schöne, gute, verstärkte Drachenjäger-Rüstung. Und da kommt wieder ein Sumpfrädchen an. Ich bin schon gewundert, warum die Grassland-Scavenger so einen Hau haben. Gibt's doch gar nicht. Ja, ja, ich mal wieder. Ich Dorfkopf. Ja, genau. Ach ja, der hatte mich ja hier richtig. Das war ja auch nur eine. Ach, das ist eine Fangheuschrecke sogar richtig. Okay. Oh! Jetzt zieh doch mal dein Wäffelchen hier. Aber ohne Puderzucker. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, was haben wir denn hier? Aha, hier auch irgendwie hoch. Ja, machen wir mal eben, ne? Am Fuße der Treppe. Trag der Heilung. Hab wieder meinen Mund aufgehabt. Mhm. Mindcrawler. Kann ich gar nicht hier natzen hier. Das ist doch doof. Okay. So. Runtergeplumpst. Ich runtergeplumpst. Mindcrawler. Hinüber. Schauen wir mal weiter. Gibt's denn hier auf den Treppen absetzen? Nüscht. Hier irgendwo in der Ecke? Auch nüscht. Gehen wir mal auf die andere Seite. Na, hoch mit dir. Man muss immer alle Ecken durchsuchen, durchforschen. Dann findet man auch, jetzt kommt eine Musik. Oh. Speichern. Ja, ein bisschen dunkel hier, ne? Okay, nuscht. Ah, ich höre was. Ein Crawlerchen. Mit modifizierten Atmungsgeräuschen des Darth Vader. Jedenfalls erinnert mich das daran. So, komm noch mehr. Ja. Nächste bitte. Level up, baby. Jetzt wird's übelst hier, die Minecrawler mal alle nacheinander zu. Zu entweiden, auszuweiden. Immer mit der Ruhe. Nicht einfach rausgehen und sowas. Da gibt's hier noch was. Da ist nicht zu holen.
Nicht zu holen. Ja. Da ist nicht zu holen. Da ist noch was. Okay. Bis hierhin und speichern. Oh. Chorale Sounds. Oh. Hm. Ich versetze mich gerade in den Zuschauer hinein, wo er wohl am meisten hinguckt. Meine Fresse oder hier auf die Spielgeschichte, ich weiß es nicht. Ich muss dabei ganz neutral bleiben, sonst... Ne? Okay, da sind wieder Flavor-Särge, ne? Yep. Jedenfalls steht auch nichts dran. Manchmal gibt es auch paar Items, da wird das nicht angezeigt, dass die interagierbar sind. Mal hier schon in der Ecke? Nö, war man noch nicht. Also. Truhe. Da. Eine blaue Steintafel. Wir haben ja auch schon eine gelbe. Das heißt, wir werden irgendwo noch einen Raum finden, wo wir die noch einsetzen müssen oder irgendeine Stelle. So habe ich das mal im Ei, im Urin, im Blut, im Gefühl. Yep. Gibt es hier noch irgendwas, wo man hin kann? Hier so viele Spinnenweben sind. Nope. Das war wohl das. Das ist eine raumgroße Steintafel in der Truhe gab. Dann machen wir wieder eine Speicherung. Und weil es so schön ist, versuche ich jetzt mal die Orientierung zu finden, damit ich zum Eremiten zurück kann. Denn es ist Zeit fürs Bettchen. Aber das überspringe ich jetzt mal. Ja, ich habe noch ein bisschen abgesucht und ich habe eine Ecke vergessen. Und hier ist, haben wir doch noch einen mittleren Leder, den kleinen Lederbeutel und ein weiteres Kreuz zum... Ah ja, das ist das ganz links unten. Zum Hacken. Yes. Was gibt's denn? Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Mittlerer... Ah, Feuerregen wieder. Alter Steintafel. Sehr schön, das war's. Okay, dann werde ich nochmal weiter absuchen und dann endlich mal ins Bettchen gehen, weil es ist ein bisschen dunkel. Es ist auch mal interessant, das mal bei Dämmerung oder bei Nacht zu sehen. Sieht dann normalerweise, oder beziehungsweise ich habe es immer nur bei Tag gesehen, aber das ist eine richtige Sphäre drum, die so ein bisschen funkelt. Das ist schön. Ja, und unser Eremit ist zum Glück draußen. Das heißt, wir können... ein Bettchen benutzen oder sein Bett besser gesagt. Bettchen, wieso komme ich auf Bettchen? Ja, wie Holländer verniedlichen alles so. Ich bin halt eben ein halber Holländer, nicht ganz. Raus aus meinem Bett! Ja, ist ja gut, Eremit. Ach so, du gehst anders dann schlafen. Weil stumpf, Fell eines Schattenläufers. Okay. Noch ein Fell eines Schattenläufers, Horn eines Schattenläufers. Was ist hier? Hier ist nichts. Und eine Truhe. Abgeschlossen? Nö. Weil ja keiner da ist, der ihn nervt, denkt er sich wohl, brauche ich nicht abschließen. Auch gut. Na dann. Pfanne. Mal 50 Stücke Fleisch mal wieder. Dafür nochmal 50 Stücke Fleisch, weil es so Spaß macht. Ja, das regnet früh morgens. Nicht so schön. Muss ich mal eben überlegen, wie ich weiterverfahre, weil da hinten wird es kompliziert. Ja, dann schauen wir doch mal auf der Karte nach. Bin ich denn da? Ach ja. Ah, verstehe. Das in der Mitte, das Blaue da, da sind die Plattformen. 5 Stück? Ich habe nur 4 gesehen. Sind das denn die blauen Flecken da? Die kleinen quadratischen Flecken, die Plattform? Ich stehe ja über eine, oder? Nee. Nee. Ich weiß jetzt nicht, was die blauen Flecken auf der Karte zu bedeuten haben. Aber es sollte hier auch noch eine Ausgrabung stehen. Nee, die Portale. Moment. Design, dass es sein kann. Ja, das ist es. Das sind die blauen Flecken, die Portale. Yes, Sir. Und in der Nähe haben wir dann da hinten ein Versteck gefunden. Und wenn ich jetzt hier weiter gucke, wird jemand hier aggressiv oder noch nicht?
Goblin-Krieger, ein Stammeskrieger. Weiß ich auch, warum die mich so schnell genutzt hatten, weil ich ja schließlich eine schlechte Rüstung anhatte. Ach du liebes bisschen, ich habe gemerkt, ich bin wieder am langsam gehen. Immer dieser Ring. Timing ist alles. Jawohl. Gut, der Stammeskrieger ist hin. Und mal wieder essen im Schnelldurchlauf bei dem Regen. Ja, aufgrund der Tatsache, dass ich nämlich noch hier ein paar Bögen mehr habe. Ach nee, Moment. Ich hatte ja zuerst, glaube ich, den gehabt. Langbogen. Ja, den werden wir mal hier mit einem geschärften Pfeil spannen. Und mal abspeichern. Und den Ring der Geschwindigkeit habe ich auch wieder mal ab- und angesteckt, damit ich hier ja mal agieren kann. So. Dann haben wir hier wieder einen Ork, der auf uns zukommt. Aber zum Glück nicht so ein... Mach mal nicht so eine Querschläger. Der Eremit kommt. Der ist da. Endlich. Hey, pass auf. Ja, danke. Beziehungsweise Entschuldigung. Pass auf, ja. So, Eremit, was mit dir los? Will ich erstmal. Okay, jetzt geht er wieder zurück. Ich darf auch mal wieder was essen, weil ich wieder was an Energie verloren habe. Und mittlerweile haben wir hier lecker, lecker Sonne. What is the matter there? Hinten sind noch mehr hier. Noch mehr von diesen Goblin. Und da hinten sehe ich auch noch Orks. Aha, okay. So, Elite-Krieger, dann komm mal auf uns zu und mach. Buh. Das ist eine Schlucht hier. Da hinten kann man auch noch weiter. Das Skelett da oder? Nee, da. Da so ein Ork, Heinz. Oh, hier so eine Krutsch. Oh Gott, die habe ich vergessen. Uchacha. Klacker, klacker, klacker. Wieso mache ich keine Klacker-Kommandos? Okay, der Eremit hat automatisch was getrunken, was ich auch da gut fand. Da ist nicht zu holen. Und, ja, sollten wir mal speichern gehen hier. Jip, 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 jip. Sind das Rittergerüstete? Die schimmern so silbrig. Sind die gut gerüstet? Oh, Elite-Krieger. Oh. Wo bist du denn? Sehr elitär hier. Mann, oh Mann. Naja. Ernähren sich nur von Pelzen, ne? Dann schauen wir mal, was es hier weiter gibt. Bestimmt ganz viele Pflanzen mit Heilung. Mit Heilung, meine ich. Oh Gott. Nicht mal falsch verstehen. Ja, ich hatte gerade eben einen Fehler gemacht und zwar habe ich aus Versehen mal vergessen, mal wieder die Pause-Taste in meinem Aufnahmeprogramm zu lösen und Vorteil ist, man hat mehrere Speicherpunkte gemacht. Also ich mache immer mindestens drei und da bin ich dann halt eben so ein bisschen hier weitergegangen, so ungefähr wie hier. Und befinde mich dann hier an so einem Punkt, wo ich denke, wow, hier sieht es doch lustig aus. Und gucken wir mal, wie wir uns jetzt entscheiden, weiterzugehen. Ich werde rechts runtergehen, also beziehungsweise runtergehen. Also das war das jetzt hier runtergehen? Ich und Karte. Nee, nee, das ist anders. Ich muss also hier runtergehen, nicht? Meine Herren, ja, das ist genau. Ich muss diesen Weg folgen. Ich da ganz gerne doch mal hier gucken will. Wegen einer grabenden Stellung. Zum Außen. Nein. Ausgrabungsstelle. So ist es richtig. Mein Gott, tut der nur so oder ist er so? Ne, ich tue manchmal nur so. Aber ich tue nicht so, als würde ich die
Sachen hier noch nicht kennen würden. Nein, nein, Quatsch. Moment mal, dich habe ich doch schon, ne? Nee. Super, das hatte ich nämlich in meiner Aufnahme, die hätte laufen sollen, auch schon gehabt. Deswegen kommt man so durcheinander, ne? Ja, ja. So, da unten haben wir noch lustige Geschichten, wie zum Beispiel eine Sumpfratte. Oh, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Gleich drei Stück auf einmal. Was ist denn da? Oh, da kommt da einer schon an. Immer aufspeichern sollen. Aufspeichern. Oh. Na? Mach. Mach doch, was du willst. Hau da nicht immer auf den Stein, Roland. Okay. Okay, da waren es nur noch zwei da unten. Ich an. So, jetzt habe ich darauf geachtet, dass ich die Pause-Taste wieder löse. Ja, richtig. Da sind noch zwei, ne? Mhm. Lustigst, Fallera. Ich muss mal gucken, wenn ich leise rede, ob das auch noch genommen wird. Obwohl, ich bin nicht so ein lauter Quatscher. Mag ich nicht. Es sei denn, ich werde irgendwie übelst überrascht. Da sind noch ein paar Razors dabei, oder Snapper zumindest. So, löst sich mal endlich mal einer von den Orks da. Gucken wir mal, was die Karte sagt. Ja, wir befinden uns ganz unten bei den beiden Ausgrabungsstellen. Und dann wollen wir noch mal sehen, ob wir die noch mal... Mit Troll! Ach, ich hätte da oben bei dem anderen Troll in der anderen Folge... Da sind aber viele. Aha. Muss das sein? Der kommt als erstes. Der nächste bitte. Hilfe, nee. Hm. Na? Wollt ihr nicht? Hä? Seid ihr sonst immer so aufmerksam? Seid ihr jetzt heute blind oder was? Da ist er ja noch schneller. Okay. Dann machen wir das so, oder? Hauptsache, wir können ein bisschen was reduzieren. Wo will er hier hin? Ich hab keinen Bock mehr. Schade. Okay, da ist ja noch ein Ork gewesen. Mhm. Was machen die eigentlich da lustigst? Ich sehe jetzt drei. Okay. Kommt der da einfach aus dem Gebüsch herausgesprungen? Tja, die Zeit ist leider wieder rum, liebe Leute. Das muss ich hier, diese Situation muss ich hier in der nächsten Folge lösen. Ich bedanke mich. Macht mal den, macht mal einen Schreibsel. Und ein Abo ist nicht schlecht. Aktiviert auch vielleicht eventuell die Glocke, weil es gibt noch ein paar lustige Kommentare, auf die ich auch ganz gerne eingehe. Ich versuche halt eben jede Kommentare, fast jede zu beantworten. Und es gibt auch einen Herzbonus. Ja, bis dahin. Tschüss.